Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video mit mir für euch. Ich habe wieder beim DM gestöbert, hatte wieder ein bisschen Zeit und habe ein paar Sachen gebraucht. Außerdem habe ich noch was von Alex Sascha zugeschickt bekommen. Also wenn du wissen willst, was ich wieder so gestöbert habe, dann bleib doch einfach dran und ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, ganz klassisch bei mir, dass ich wieder keinen Beutel dabei gehabt habe und musste mir wieder einen holen, aber ich finde ihn mega süß. In einem rosa, ein Stoffbeutel, und den wollte ich sowieso haben. Den habe ich schon bei der lieben Vanessa gesehen und der duftet natürlich mit. Ich greife mal von oben rein, ihr Lieben. Und zwar habe ich beim Aldi noch kurz, der ist nämlich bei uns gleich gegenüber vom DM, habe ich feuchtes Toilettenpapier mitgenommen. Es war nämlich im Angebot von Cotonelle, so ein Maxi-Pack. Ich glaube, das hat so an die 2 Euro gekostet. Also vom DM habe ich die Preise heute, aber jetzt vom Aldi nicht dabei. Aber hier Sensitive Cotonelle, das kennt man ja. Im Maxi-Pack sind jetzt 84 Tücher drin, also komme ich schon mal gut weg. Und Cotonelle mag ich eigentlich nicht so gern, aber Maxi-Pack, und es musste einfach mit. Dann mache ich jetzt wieder einige Tauschpakete und habe da auch wieder was mitgenommen. Ich habe einmal für die liebe Mira, mit der ich das Tauschpaket mache, ein bisschen was zum Baden mitgenommen. Und zwar von Dresden Essence Gedankenreise, Pflegebad mit inspirierendem Duft. Anregend. Und ich habe da dran geschnuppert und ja, hat mir getaugt, und ich denke mal, das wird ihr auch gefallen. Sie mag sowieso alles, was mit Badesachen zu tun hat, deswegen ist es bei ihr sehr einfach. Und von Kneipp habe ich nochmal hier das Cremebad Kurzurlaub mitgenommen, Limited Edition. Davon habe ich ja das Duschgel und feiere das extrem und ich liebe diese Aufmachung so. Dann habe ich noch Badesalz Wassermelone mitgenommen. Und oh mein Gott, ich bin so verliebt. Ich bin absolut nicht der Bademensch, wirklich nicht. Und das wäre so ein Produkt tatsächlich für mich mega, mega cool. Ganz kurz die Preise. Das Melonen-Badesalz hat 55 Cent gekostet. Es ist so ein geiler Duft. Die Gedankenreise hat 95 Cent gekostet. Und der Kneipp-Schaumbad hat 1,25 Euro gekostet. Dann habe ich so Badewürfel oder Badeherzen mitgenommen für die liebe Maus. Und an denen gehe ich eigentlich immer vorbei. Aber wie süß ist das denn bitte? Das sind so ganze Säckchen und da sind diese Badeherzen dabei. Einmal eben mit einem Rosenduft. Und ja, ich habe, das riecht man schon aus dem Säckchen heraus. So, so mega schön. Vor allem perfekt für Tauschpakete und zum Verschenken. Und einmal mit Melonenduft. Das wäre natürlich wieder hier ein Produkt für mich. Mega, mega geil. Und das duftet so gut und ich glaube, ich muss baden. Dann habe ich für die liebe Maus eine Lidschattenpalette mitgenommen. BH Cosmetic hat neue Lidschattenpaletten in diese Richtung Summer, Midnight, keine Ahnung, 3 Stück gab es. Und ich habe einmal die hier mitgenommen. Ich mache die euch mal kurz auf. Touch da natürlich nicht rein, so sieht die Verpackung aus. Also schon mal mega, mega cool. Und von den dreien hat mich die eben angesprochen und ich finde die Farben einfach nur geil. Ihr habt hier übelst gute Farben für ein Alltags-Make-up, also braune Töne, wärmere Töne und wunderschön für den Sommer. Ja, die musste einmal mit. Ich wollte sie nicht, weil ich habe genug. Also einmal BH Cosmetic Summer Lovin'. Die hat gekostet 10,95 Euro. Dann habe ich mir noch 2 Masken mitgenommen, weil die habe ich noch nicht. Von Luvus Heilerde einmal die Anti-Stress-Maske bei empfindlicher Haut. Und einmal die Anti-Pickel-Maske bei fettiger und unreiner Haut. Naturreine Heilerde mit Jojobaöl. Manchmal spinnt die Haut eben. Und da versuche ich mal mit der Luvus Heilmaske die Haut zu beruhigen. Und fürs Tauschpaket habe ich dann die straffende Folientuch-Gesichtsmaske mit Rosenextrakt und Aloe Vera mitgenommen. So sieht sie aus. Ich habe mir tatsächlich keine mitgenommen. Mal schauen, vielleicht geht sie noch mit. Nochmal feuchtes Toilettenpapier von Tempo Dufte mit. Das ist ja diese neue Edition und die riecht eben nach Blüten, nach Blütenzauber. Mega geile Duft, habe ich schon aufgebraucht, dufte nochmal mit. Dann habe ich entdeckt für meinen Öldiffuser, den ich über alles liebe, habe ich hier beruhigende Rose, diese Duftrichtung, gefunden. Also Lavendel gibt es aktuell noch. Dann gibt es noch so irgendwas mit Limette, glaube ich. Und ich habe mir jetzt das Neue mitgenommen, war gerade eben eingebaut, ohne Preis und so, habe ich mir Rose mitgenommen. Da freue ich mich schon mega drauf, wenn meine Melone leer geht.
Der Diffuser hat 4,95 € gekostet. Das wollte ich schon bei meinem letzten DM-Haul mitnehmen. Ihr wisst, ich liebe das Zeug über alles. Das ist gleich desinfizierend für die Waschmaschine. Also es tut gleichzeitig entkalken und desinfizieren. Ihr habt eine saubere Maschine, sie stinkt nicht und es ist der absolute Wahnsinn. Kostet 4,95 €. Ich finde, das geht, weil Kalkun ist allgemein sehr teuer. Ich benutze nur noch Flüssiges. Ich finde es mega, mega gut und bin absolut zufrieden. Kann es nur empfehlen. Wie gesagt, das letzte Mal war es ausverkauft und heute habe ich es bekommen. 1 € Rosenwasser geht bei mir bald alle und 13,85 € ist aktuell beim DM der Preis. Bei Amazon kommt der jetzt ungefähr auf das gleiche. Das ist für mich ein absolutes Must-Have in meiner Pflegeroutine. Für die liebe Maus, für das Tauschpaket habe ich noch eine Bodylotion mitgenommen, die mich wahnsinnig angesprochen hat. Wenn ich nicht so viele Bodyprodukte hätte, hätte ich sie mir selber gekauft. Ich habe dran meinen Rüssel gehalten und es riecht mega gut nach Bio-Holunderblüte und Bio-Pfirsich. Pfirsich ist zwar jetzt nicht so meins, ich hoffe der Maus gefällt es aber allgemein so die Mischung riecht mega geil und es ist eine Schimmer-Körperlotion. Da werden wahrscheinlich irgendwelche Schimmerpartikel drin enthalten sein. Und wenn du vor allem gebräunte Haut hast, kommt das bestimmt mega, mega gut. Und ich bin sehr interessiert an dieser Körper-Bodylotion. Mal schauen, vielleicht hole ich sie mir auch. Die Schimmerlotion hat 2,45 € gekostet. Vandini ist jetzt im Ausverkauf und ich habe noch die letzten zwei bekommen. Es gab 3 Sorten von Vandini und ich habe mir 2 Sorten mitgenommen. Und das waren die letzten 2 Flaschen sozusagen. Ich weiß noch nicht, ob ich selber behalte oder es ins Tauschpaket geht. Das muss ich mir noch überlegen, weil ich habe ja noch so ein anderes Set geholt. Einmal Blütenwasser und Pflegekomplex, Hydropflegedusche, Magnolieblüte und Mandelmilch. Mega geil. Vandini hat mich nie angesprochen, aber die waren jetzt für 2 € im Ausverkauf. Wie gesagt, letzte Flasche, die musste ich einfach haben. Genauso wie Vitality Pflegedusche, Vanilleblüte und Macadamiaöl. Mega, mega geil. Ich habe natürlich wie immer dran gerochen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Muss mal schauen. Ebenfalls, wo ich noch nicht weiß, ob das ins Tauschpaket geht, aber ich glaube schon. Ich werde mir das aber auf jeden Fall holen. Tee bei Titisept, Aloha Paradise, Kokoswasser und Pink Grapefruit. Ich mag zitrische Düfte nicht, aber diese Mischung ist der absolute Wahnsinn. Hat gekostet 2,75 €. Ich glaube, ich gebe das ins Tauschpaket und das zieht bei mir definitiv ein. Das riecht so, so geil. So, so, so gut. Und auch die Verpackung, ne, die macht auch richtig was, ja, also. Es gab einen neuen Putzreiseaufsteller, also Reiseputzaufsteller, quasi putzen, reinigen, waschen für unterwegs. So irgendwas um den Dreh, also so ein Kofferreiseaufsteller. Und da gab es ein neues Colorwaschmittel, das habe ich jetzt mal mitgenommen. Das riecht ganz okay. Also, ja, das riecht ganz okay. Das, finde ich, hat so ein bisschen was von Persil, von dem Blauen. Ja, habe ich mir mitgenommen. Flüssiges Waschmittel geht immer und der Duft ist super. Dann habe ich für die liebe Maus einen Body Bronzer mitgenommen. Ich habe tatsächlich genug. Das ist hier von der Trend It Up Edition. Das Color Waschmittel hat 2,25 € gekostet. Und das hier hat 5,95 € gekostet. Also es musste mit. Da gab es so einen Tester zum Swatchen, war mega, mega schön. Also es wäre sogar was für mich, aber ich habe wirklich, wirklich genug. Und die Farbe sieht auch richtig gut aus. Ja, mal schauen. Ich muss ja auch immer alles haben. Das ist so schrecklich. Ich muss mich bei Tauschpaketen immer wahnsinnig zurückhalten, dass ich mir die Sachen nicht einfach doppelt kaufe. Für meinen Schatzi habe ich wieder mitgenommen, bevor er mich fragt, ob ich ihm das wieder besorgen kann. Roadtrip Duschgel 3-in-1 Marker, ja, habe ich euch schon mal erzählt. Im Aufgebraucht und so weiter. Das ist ein mega guter Duft, ihm gefällt es. Und Preis-Leistungs-Verhältnis optimal, 55 Cent. Kann man nichts sagen. Woran ich wieder nicht vorbeigehen konnte, und ich weiß jetzt, ich glaube, das gebe ich ins Tauschpaket, ein absolut geiler Duft und die liebe Maus wird mir dann hoffentlich berichten, ob das Shampoo gut ist, weil das muss ich haben. Der Duft ist einmalig. Shampoo, ja, das riecht einfach Wahnsinn. Wenn die Haare danach so geil riechen und du so ein Dufterlebnis dann in der Dusche hast, der Wahnsinn. Passend dazu eben die Spülung. Jeweils 2,85 € haben die gekostet und natürlich passend dazu habe ich die Haarmaske mitgenommen. Die Haarmaske hat gekostet 3,95 € und die Haarmaske habe ich auch für mich mitgenommen, weil da konnte ich nicht widerstehen. Haarmasken habe ich tatsächlich nicht so viele im Backup
Und ich verwende Haarmasken tatsächlich bei jeder Haarwäsche, damit meine Haare weich sind und ich durchkämmen kann sie im nassen Zustand. Also ohne Haarmaske geht bei mir gar nichts. Die Spülung reicht mir nicht mehr. Und die Tasche hat übrigens 2 € gekostet und die ist so hübsch. Die ist so hübsch. Ach. Beim Aldi habe ich noch was gefunden und ja, das war was ganz Besonderes, finde ich. Und ich habe da so gut es ging, meinen Rüssel dran gehalten, weil die ist hier so verschlossen und ich wollte da jetzt nicht komplett das ganze Ding aufmachen. Jedenfalls durch die Verpackung durch riecht es mega, mega geil. Und es ist ein Body-Joghurt, Sweet Caramel Popcorn und ja, perfekt für den Sommer, finde ich. Mega, mega cool. Ich hoffe, die freut sich, die liebe Maus. Habe ich mir tatsächlich auch nicht mitgenommen. Aber wie gesagt, ich muss mich immer beherrschen, ne? Weil ich kann mir nicht alles holen. Weil ich kriege ja von ihr dann auch Sachen. Da werden auch bestimmt genug Duschgele, Shampoos und sein. Genauso wie das Zuckerpeeling für die Lippen, Caramel Cake Pop, hat mich auch mega angesprochen von der Verpackung her. Mega, mega süß, was Aldi da gezaubert hat. Und deswegen, ja, bin ich gespannt, wie sie das findet. Was zu dieser warmen Jahreszeit natürlich nicht fehlen darf, ist ein Tee. Und da man hat keinen heißen Tee trinkt, also ich zumindest nicht, trinke man eher kalten Tee. Und ich habe der lieben Maus hier von Teekanne Frio kalt aufgießen Himbeer-Zitrone mitgenommen. Das ist so ein absolutes Must-Have, wenn ihr das noch nicht kennt, auf Eis. Absoluter Wahnsinn. Ihr müsst es nicht abkühlen. Es ist schon dann, ne, könnt es kalt aufgießen, wie schon. Und das kriegt die liebe Maus auch von mir. Und dann habe ich beim Aldi noch entdeckt, weil ich mag Nivea sehr, sehr gerne und vor allem diese Blütenzauber. Kirschgeschichte und so weiter und habe da so ein Set entdeckt, das kriegt sie von mir, weil ich finde das super, also ich würde mich auch darüber freuen. Das ist hier einmal mit einer Handcreme, Kirschblüte, Jojobaöl, die Fliegedusche, Blütenzauber mit Mandelmilch und Rosenduft, also absolut mein Geschmack und Rose und Arganöl, die Bodylotion dazu. Habt ihr 3 Full-Size-Größen, mega, mega cool. Und so sieht's aus, kriegt ihr aktuell beim Aldi, kostet, glaube ich, 6 € oder so um den Dreh. So, ihr Lieben, und dann habe ich noch was von Alexascha zugeschickt bekommen. Ja, ich habe es zugeschickt bekommen. Ich durfte mir was aussuchen. Und zwar ist der Schmuck so gut bei euch angekommen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr mich unterstützt und dass ihr diese Firma unterstützt. Ganz dicker Knutscher an euch. Und ja, ich darf euch dann halt dementsprechend immer wieder was vorstellen. Und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Alle Infos unten in der Infobox, wo ihr diesen wunderschönen Schmuck bekommt. Hier in dem Haul verlinke ich euch, da präsentiere ich euch noch ein paar Sachen. Folgt mir auch auf Instagram, da tue ich auch mal ein paar Fotos von dem Schmuck rein und so. Und ich liebe diesen Schmuck, wirklich wahr. Das ist für mich, das ist der perfekte Schmuck für mich. Es ist Modeschmuck und alle Infos, wie gesagt, in den anderen Videos. Und ich zeige mal, was ich zugeschickt bekommen habe. Unter anderem habe ich mir so ein Set ausgesucht und zwar im Rosé Rose Gold. Das ist aus der neuen Kollektion, die es gerade gibt. Schaut mal da gerne vorbei. Das ist der absolute Wahnsinn. Also dieses Rose Gold ist so, so schön. Und da drin ist dann so ein matter Stein enthalten. Also ein Glasstein, matt poliert und mega geil, mega schön. Ich krieg den gerade so rum. Der sitzt richtig gut. Es war jetzt eine Aktion, den selber dran zu machen. Ich habe das aber geschafft tatsächlich, ohne Hilfe. Und ja, das wird mein Lieblingsschmuckstück. Dazu passen nämlich auch die Ohrringe. Na, die gibt es jetzt auch passend dazu. Und ja, Roségold. Mega, mega schön. Alles nickelfrei. Es ist Modeschmuck. Und ich vertrage den Schmuck wirklich sehr, sehr gut. Und ich trage den wirklich nur noch rauf und runter und freue mich, mit dieser Firma kooperieren zu dürfen. Und ich hoffe, euch gefällt der Schmuck, wie mir auch. Schaut in die Infobox. Dieser Schmuck ist einfach besonders. Zeitlos, einzigartig. Ich liebe es. Ich habe mir noch was ausgesucht. Außerdem, natürlich durften wir Ohrringe einziehen, ganz klar. Und die habe ich ja schon in weiß mit einem weißen Stein. Und das Blaue hat mich auf dem Foto so angesprochen. Schaut mal, wie schön das ist. Also wie gesagt, das ist ein Akzent für euren tristen, grauen Alltag, ne? Ihr seid gleich irgendwie hergerichtet, wenn ihr so hübsche Ohrringe dran habt, finde ich. Also ich fühle mich immer ohne Ohrringe nackt und das macht so, es ist so hübsch. Getragen sehen sie wundervoll aus. Also schaut mal auf der Seite vorbei, da seht ihr auch die Tragebilder und so. An mir seht ihr die bestimmt auch ganz, ganz bald. Heute habe ich das Set hier an.
Ich liebe es. Ich liebe diesen Schmuck wirklich. Der ist wirklich, wirklich schön. Kann ich wirklich immer nur betonen vom ganzen Herzen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, ihr Lieben. Das war mein kleiner, aber feiner Haul. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann darfst du das gerne hier nachholen. Schau mal hier vorbei. Da ist mein letztes Aufgebraucht-Video und hier mein letzter Mega XXL Haul, wo ich wieder maßlos übertrieben habe. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das nächste Video wird wahrscheinlich das 1000 Abonnenten-Special Video sein. Seid gespannt. Ich freue mich drauf und bis dahin. Ciao, ciao.